Over the Horizon. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich glaube, Solak ist besser wegen dem Licht. So, genau. Machen wir es heute mal im Stehen. Nochmal herzlich willkommen zur neuen Folge von Kiwis Stricklust. Ja, auch ein YouTuber kann mal ein wenig improvisieren. Du bist hier auf einem Stricktagebuch, auf einem Handarbeitspodcast, wie man das auch nennen möchte, gelandet. Und es dreht sich hier um alles, was mit Stricken, mit Spinnen, Häkeln ab und zu, also alles, was so mit der Wolle, mit dem wolligen Thema zu tun hat. Ja, ich teile meine Leidenschaft. Kiwis Stricklust heißt ja der Podcast mit euch. Und eigentlich gibt es selten eine Stunde, dann muss schon irgendwo Besuch da sein, wo man denn doch nicht strickt oder irgendwas anderes sein. Aber ansonsten hänge ich an der Nadel. Ich gebe es zu. Ja, wie gesagt, Handarbeitspodcast. Ich bin die Kiwi und wohne im Land Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze in einem kleinen Dorf in der Nähe von Frankfurt an der Oder, so dass ihr, die neu dazugekommen sind, mal ungefähr wisst, wo ihr mich einordnen könnt. Ich ja, bin seit Anfang des Jahres selbstständig mit einer kleinen Handfärberei. Sprich, bei mir kann man auch Wolle zum Häkeln, Stricken kaufen, Stricknadeln, Projekttaschen, Nadelgaragen. Also alles Maschenmarkierer, alles, was so mit dem Wolligen, unserem Hobby zu tun hat. Und zeige da mal mehr, mal weniger auch ein paar Sachen hier in dem Podcast, aber ich versuche das immer so ein kleines bisschen zu trennen. Heute habe ich mal wieder ein paar Färbungen, die in den Shop gehen und die zeige ich euch. Ansonsten, wie gesagt, ich bin das oder diejenige, die hinter dem Label Das Oderdeich steht. Da müsst ihr halt immer mal gucken, da gibt es immer schöne Sachen. Neuerdings auch, da hatte mich meine Zuschauerin, ich konnte jetzt wieder mal nicht antworten, weil es läuft ja seit letzter Woche eine Verlosung. Ich verteile im Moment nur Herzchen, auch wenn ich gerne dem einen oder anderen noch was dazu schreiben würde. Das wird dann alles erst später sein. Kinder, es ist schon wieder warm, aber es soll sich ja wieder abkühlen. Ja, auch wenn, wie gesagt, ich da gerne mal so meinen Senf drunter geben würde, aber leider im Moment nicht möglich. Aber für diejenige, welche mich gefragt hat, ja, seit 14 Tagen gibt es in meinem Shop auch Spinnenräder und zwar von der Firma Kromski. Das ist eine alte Familienfirma, schon über Generationen. Ich glaube, die läuft jetzt in der dritten oder vierten Generation. Ich glaube, die jungen Leute, die vierte Generation ist jetzt schon am Start. Und da gibt es, wie gesagt, ich habe in meinem Shop im Moment ein Reisespinnrad drin, das Sonata. Das kommt so in einer Tasche. Das sieht aus wie ein Wurfzelt. Also so verpackt, ist ja logisch. Wir haben ja einen Kreis, das Rad. Das gibt es bei mir im Shop in verschiedenen Ausführungen. Also Firma Kromski hat ja die ganz normalen unlackierten, klar lackierte mit Mahagoni und Nussbaumoptik. Und das Fantasia, was ich ja selber habe, gibt es auch. Das Fantasia würde ich so in die Einstiegsrichtung hinschieben wollen. Das ist ein Zweitritt und das Sonata ist nur mit einem Tritt. Also die gibt es im Moment schon bei mir im Shop.
einziehen werden jetzt auch noch Zubehörteile wie Lady Case, Jumbo-Spulen für die, die dann eben halt mal wechseln möchten. Natürlich die ganz normalen anderen Zubehör wie Bremse, Spulbremse, Einzughaken, Öl, alles was so mit dem Spinnrad dazugehört. Wer jetzt Interesse hat an einem bestimmten Modell und sagt, Mensch, ich wollte gerne dieses Modell gerne haben, also gibt ja Bock und Zicke, wissen wir ja, und ich möchte gerne dieses haben, schreibt mich an. Ich kann auf Deutsch gesagt, jedes Spinnrad verkaufen. Ich habe bloß jetzt im Moment erstmal die beiden Sachen im Shop eingestellt, so dass ihr wisst, es geht los. Und die kann man dann, wie gesagt, bei mir jetzt auch erwerben. Auch Handspindeln und naja, alles, was so sich ums spinnige Thema dreht. Weil ich bin ja auch so eine kleine angefixte Spinnerin, noch nicht perfekt, aber an der Handspindel würde ich sagen, bin ich 95% drauf. Ich spinne wahnsinnig gerne mit der Handspindel. War auch schon, ach, das ist schon Jahre her, hatte ich euch damals schon gesagt, zum Spinnenkurs extra nach Berlin, weil hier in der Gegend gibt es keine Spinnenkurse. Handspinnkurse könnte ich, wenn wer Interesse hat, auch schon anbieten, denn das kann ich. Das kann ich euch gut beibringen. Mit dem Spinnrad, da sind die Kurse für nächstes Jahr geplant. Dieses Jahr bin ich noch am Üben. Ich bin jetzt so bei 70%, 75%. Ich habe meine erste Spule, mein Spinnrad steht ja drüben in der WPS, meine erste Spule fast fertig und ich bin nicht, es wird kein Artyarn mehr. Also ich habe es so langsam drauf mit dem Auszug, mit dem der Koordination der des Tritts. Also es klappt jetzt schon wirklich wunderbar. Man muss da wirklich dranbleiben, man muss sich da einfuchsen, aber es klappt, so dass im nächsten Jahr dann auch Spinnkurse bei mir stattfinden. Dann gibt es auch Spinnräder, verschiedene, die ich dann wahrscheinlich da zu stehen habe, wo man mal gucken kann. Weil so eine Sache mit Spinnenrad kaufen, im Moment, wie gesagt, habe ich nur das Phantasia da. Wer da Interesse hat, der kann vorbeikommen, sich das angucken und gucken, ob man damit klarkommt. Dann könnt ihr das bei mir, wie gesagt, im Shop kaufen. Natürlich beträgt da die Lieferzeit nicht so, wie ich meine Wolle verkaufe. Wenn ihr die heute bezahlt, habt ihr die Wolle in 2-3 Tagen. Da haben wir doch eine 2-3 Wochen ungefähr Lieferzeit. Aber ja, alles möglich. Ich trage heute natürlich mein Summer Day Tees, mein eigenes Shirt. Ich habe die Anleitung fertig. Ich habe die Anleitung auf Reveille hochgeladen gestern und habe das auch schon auf Instagram und in 2-3 WhatsApp-Gruppen von mir ja bekannt gegeben. Im Moment gibt es da nämlich einen Einführungsrabatt von 10%. Wir haben mit dem Code RESTSOMMER2022. Es steht aber auf der Seite, wenn ihr das bei Reveille eingebt, Summer Days Tea, und die, da steht das dann unten in der Beschreibung auch nochmal dran. Bis zum 15. September bekommt ihr noch den Einführungsrabatt. Ja, es sind viele, viele Seiten, aber ich habe jede Reihe zumindest bis man dann die Arme, also bis man hier so Brustbereich ist, wo man nur noch selber runterstrickt. Bis dann habe ich Reihe für Reihe aufgeschrieben, weil das ist ja so eine Verbindung oder so ein, eine, wie sagt man denn, Verheiratung, wenn man zwei Sachen miteinander kombiniert. Continuous-Methode vorne, das wisst ihr ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, das ist hier diese
Naht und hinten habe ich ja, wie gesagt, die Raglan-Methode, weil ich bin so ein Typ, ich stricke meine Pullover gerne in einem Stück und am liebsten von oben nach unten, weil sich das gut anprobieren lässt. Da kann ich dann in der Länge der Naht wissen, ist es hier unten in der Armkugel und dann braucht man ja nur noch runterstricken. Will man es ein bisschen mehr boxy haben, dann macht man die Naht ein paar Reihen oder Runden. Man strickt ja in Runden, obwohl hier wird erst in Reihen gestrickt und dann in Runden. Ja, kann man ja dann unten selber variieren. Möchte man es in der A-Form, möchte man es körperbetont haben. Da ist euch dann also da habe ich keine starre Vorgabe. Ich habe nur, ach ja, jetzt müsste man das nach unten machen. Mal sehen, ob es funktioniert, dass ihr das seht. Ich habe hier unten, wie gesagt, das Lesmuster auch einmal. Und ja, ich wollte mich eigentlich erst hinsetzen, aber ich sitze heute nicht. Ich stehe. Hier habe ich also das ist der allererste, den ich gestrickt habe und der gefällt mir auch mit am besten. Ohne Fädnaht. Man kann eine Fädnaht mit einbauen. Das habe ich ja bei dem anderen Oberteil. Dieses habe ich aus Holzgarn aus der Supersoft und ich muss sagen, jetzt nach dem zweiten Mal, ja, er piekst trotzdem noch. Es ist ja reine Schurwolle. Ich hole euch mal wieder hoch zu mir. Noch ein kleines. So. So müsste es gehen. Ich hoffe, euch ist jetzt nicht schlecht geworden. Wie gesagt, wie man das dann am Ende strickt, also am Ende der Anleitung habe ich auch noch von meinen Teststrickerinnen mal so ein Foto, wie der Pullover ist. Also ganz unterschiedlich, mal körperbetont, mal in A-Linie. Dann wurden eben halt versetzt alle 5 oder 6 Reihen mal links und rechts 2 Maschen zugenommen. Oder so in der Art, wie es so ein bisschen boxy ist. Dann wurde eben hier ein bisschen länger gemacht. Man kann auch variieren und kann das Lesmuster, was ich ja, das sind, glaube ich, 14 Reihen. Man kann den Chart auch zweimal oder dreimal stricken. Das Einzige, was ich noch abgeändert habe in der Anleitung, weil mir das bei der einen Teststrickerin besser gefallen hat und ich habe ja mein Modell mit Rollbündchen abgeschlossen. In der Anleitung stehen jetzt drinne, glaube entweder 4 oder 6, je nachdem, das ist ja dann auch jedem sein Gusto, kraus rechts. Also dann, manch einer mag es nicht, so wie bei mir, wenn sich das jetzt hier, ja, ich habe den nicht ordentlich auf der Leine gehabt. Deshalb ist hier die Beule drin. Ich habe, wie gesagt, ein Rollbündchen dran und in der Anleitung steht jetzt aber drinne, dass man nicht mit Rollbündchen, sondern noch 3, 4, je nachdem rein strickt, kraus rechts. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch schon von jemandem gehört, der sich die Anleitung gestern gekauft hat, der das gern, hallo Jenny, gerne als Crop Top machen möchte. Wie gesagt, euch ist da, ich bin nicht diejenige, welche. Es ist auch kein Rezept, es ist wie gesagt eine richtige Anleitung. Und nach jedem, also größenmäßig von S bis XL oder wie man, jetzt sehe ich nicht, weil die Brille, also ohne saubere Brille, och, da lesen wir doch gar nichts. So, Clara, 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 Durchblick wieder. Größenmäßig geht es bloß bei der S mit Brustumfang 81 bis 86 und endet bei der XXL. Da ist der Brustumfang 113 bis 120. Und dann haben wir, das war denn noch so meine Idee, weil während des Teststricks, ich habe ja so nach jedem Abschnitt, wo denn mal lieber geguckt wird, stimmt das mit den Maschen, habe ich so eine kleine Tabelle eingebaut, wo dann eben halt
Vorderteilärmel, Rückenteilärmel, damit ihr immer wisst, was so zwischen den Maschenmarkierern los sein muss. Und da haben wir, oder besser gesagt, habe ich, aber ich glaube, Christine hat mir da geholfen noch, hat das dann sozusagen farbig. Also die S, die M, hat jeder so seine Größe, dass man da dann eben halt sich schneller und leichter zurechtfindet. Ja, leider Gottes sind mit der letzten Seite, mit den Bildern von Teststrickern, sind es 15 Seiten. Aber die meisten von euch nehmen ja den Knit Campaign und oder andere Programme, sodass man das eben halt nicht unbedingt ausdrucken muss. Aber ja, ich habe wie gesagt im Grunde genommen Reihe für Reihe geschrieben. Ich habe auch geschrieben, die Maschenprobe, eigentlich kann man jedes Garn nehmen. Man muss bloß ungefähr hinkommen, 23 Maschen und 28 Reihen müssen so 10 cm mal 10 cm sein. Und gestrickt werden müsste man können, rechte, linke Maschen. Natürlich erstmal in Runden und auch in Reihen stricken. Rechts und links geneigte Zunahmen muss man stricken können. Da gibt es ja wieder verschiedene aus dem Querfahren oder aus dem tiefer gestochene. Das macht ja dann auch jeder so, wie er möchte. Das kommt dann eben halt darauf an, wie man hier die Naht denn am Ende sehen möchte. Das wäre unverkürzte Reihen hinten für die Nackenpartie. Also ich mache ja da immer wie bei der Bumerang die German, wie heißen sie? Shoulder-Rows. Genau, Shoulder-Rows. Also Garnmenge ist so angepeilt, je nach Größe. In der kleinsten sind es 660 Meter. Und in der größten so 1000, 15.000, naja, je nachdem, wie man strickt, locker oder fest. Also ich habe in meinem Shirt, was ich jetzt hier anhabe, da habe ich ja das Holzgarn, das Super Soft genommen und der wiegt 150 Gramm. Also ich habe jetzt die Lauflänge vom Super Soft, da könnt ihr ja mal googeln, wie viel, das gibt es ja immer in diesen 25 oder 50 Gramm Knäuel mit der Laufmeterzahl, aber es ist wirklich ein Leichtgewicht. Okay, V-Ausschnitt muss man mögen, wenn man dieses Shirt stricken möchte. Ich arbeite jetzt auch schon an einem Sweater, der wird dann einen Rundhalsausschnitt haben und der wird dann aber in der langen Version, obwohl man sich den auch kurz stricken kann, aber mehr so ein bisschen was für dann Herbst, Winter, Frühjahr. Da habe ich dann wieder so ein bisschen was in der Pipeline. Wie gesagt, bei Reveille bekommt ihr die. Bei mir im Shop wird es die auch bald geben, aber da muss ich mich erst noch mit beschäftigen, wieder diesen Link einfügen und so weiter. Das ist ja doch immer so ein bisschen, ja, ich und die Technik. Aber egal, das wäre jetzt alles zu meiner ersten Anleitung. Okay, ich habe ja schon die Sockenanleitung sind drinne. Tuchanleitung hatte ich auch mal im Shop drin, bei Reveille. Aber die hatte ich wieder rausgenommen. Hat ja doch kaum jemand gestrickt und demzufolge wollte ich die jetzt noch mal ein bisschen überarbeiten und dann mit neuen Fotos, neuen Garn stricken, weil die sind schon echt ein bisschen älter gewesen. Ja, mache ich eben halt dann. So. Jetzt komme ich zu meinem ersten Strickprojekt. Die Anleitung wollen wir erstmal als abgefrühstückt nehmen. Und ich habe ja hier das Pullöverchen immer noch. Das ist jetzt von den zweiten 100 Gramm Knäuel sind noch 7 Gramm übrig. Die habe ich noch und ich habe für den Ärmel dann einen anderen. Das andere Knäuel und da habe ich im Moment noch 75, also ich habe schon 25 Gramm für den Ärmel verstrickt und ich muss noch
Eine Musterfolge geht über 4 Runden. 6 brauche ich, 2 habe ich, 4, 16 Reihen und dann wird abgekettet. Oder 16 Runden und dann wird abgekettet. Das wird ja der Pullover für meine Freundin, das Capital City. Und ja, hier der Ärmel ist wie gesagt fertig. Und das Muster, was oben ist, wird hier am. Das Einzige, was mir nicht, aber es in der Anleitung steht so mit mit dem runden, mit dem ganz normalen Bündchen. Hier ist nochmal das Muster mit drinne, sozusagen auf der Oberseite vom Ärmel. Wenn ich das so habe, dann sieht man das hier besser. Da ist nochmal das Muster mit aufgegriffen. Wie gesagt, über 5, nee, 6, 6 Musterscharts A4 Reihen. Hier unten habe ich es ja auch. Und da klappt es sich auch noch um. Ich muss erst mal sehen, ob ich das dann wirklich so hinbekomme, dass ich das so lasse. Ob ich das, also eigentlich ist es ja mit dem Schlitz. Das heißt, wenn ich das Teil anziehe, das ist dann vorne und dann geht das sozusagen noch ein Stückchen weiter rum. Ich muss mal gucken, ob ich das für euch so hinkriege. Genau hier wäre jetzt eigentlich die Kante und das geht noch ein kleines Stück rum. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das so lasse. Ja, vernäht habe ich ja noch nicht. Also, hier ist ja der Anfangsfaden, deshalb ist es hier so aus. Vielleicht nähe ich es auch einfach ganz vorsichtig zusammen und lasse es als rund. Weil ich finde, der Schlitz macht irgendwo. Ich finde, er macht. Ja, er gehört zur Anleitung, aber. So, und das ist wie gesagt das Oberteil. Das ist ja ein 550 Meter Lauflänge, Knäuel, ein Single, also ein 100% Merino-Garn, was ich da verstrickt hatte. Das ist eine ganz, 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 ganz alte Färbung von mir. Und ja, schon bestimmt. Ja, man sieht natürlich, obwohl das ist noch das, was hier unten ist. Es ist halt handgefärbt. Ich habe auch nichts gefädelt. Hier ist ein Stückchen, da ist mehr dieser Rot-Touch mit drinne. Aber ich finde, es geht, weil unten kommt es jetzt auch wieder mit dem helleren mehr. Ich hoffe, ich werde, ja, natürlich in heute kriege ich den fertig. Dann wird er erstmal gebadet. Und dann werde ich ja sehen, ob ich da noch was abändere. Vielleicht mache ich auch das Bündchen noch mal auf, wenn ich das mit dem Zusammennähen nicht so richtig hinbekomme und stricke dann das Bündchen noch mal. Wenn wir das als Geschenk sozusagen machen wollen, dann soll es schon schick aussehen. Ansonsten, wie gesagt, hier oben gefällt es mir. Das ist ja so eine Art, ja, Netzmuster. Und gefällt mir ganz gut. Und es ist eben halt auch so ein ähnlicher Schnitt, auch so ein bisschen eine andere Konstruktion mit den Zunahmen. Wie man sieht, die fangen dann auch erst hier an und dann geht es hier so nach unten. Da wurde ja erst das Teil gestrickt und dann das. Und ja, ich will da nicht zu viel verraten. Claudia Wersing, glaube ich, war die Designerin. Ich habe jetzt die Anleitung nicht hier. Ist ja auch wurscht. Ich verlinke es euch unten nochmal und das Capital City ist sozusagen in der Endphase. Und ich hoffe, dass ich damit zufrieden bin, denn wenn ich damit zufrieden bin, dann kann ich es weitergeben. Bin ich nicht zufrieden, dann ribbel ich. Ihr kennt mich ja. Und dann wird es eben halt nochmal. Ja, ich hänge den jetzt mal einfach hier hin. So. Dann wird es aufgerippelt, nochmal gestrickt und dann zumindest der untere Teil. So, dann nehme ich mir mal einen kleinen Schluck Kaffee.
Und dann komme jetzt zum Spinnigen. Nee, erst zum Strickigen noch. Nächste Woche ist der 1.9. Und wir hatten ja gesagt, oder ich hatte letzte Woche gesagt, wer Lust hat, ein Strangtuch Karl sozusagen ins Leben gerufen, und es haben sich ganz viele gemeldet, und ihnen ist der 1.9. ganz recht. Es gibt aber auch welche, die eben halt, ihr könnt ja einsteigen, wann ihr wollt. Ihr könnt auch schon vorher mal gucken, wie es aussieht, nicht? Nee, alles Spaß beiseite. Ich habe nur die Maschenprobe bis jetzt gemacht, weil ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, welches Garn ich nehme. Ich zeig's euch nochmal. Das Lineberry, das ist dieses Tuch mit so einem schönen Lesmuster drinne, und ja, unten ein Picot-Rand. Und die Anleitung auf Reveille ist eine kostenlose Anleitung. Da gibt es auch die deutsche ohne Bild. Und da hat mich heute eine, oder besser gesagt gestern, eine Zuschauerin von mir, die auch mitstrickt, drauf aufmerksam gemacht, dass ihr könnt euch wirklich beide Anleitungen ausdrucken. Es sind ja nur drei Seiten. Ich glaube, drei Seiten jeder, zumindest die englische. Denn der Unterschied, und der ist für mich als Stricker, der eben halt auch so nach Reihen geht, doch ein bisschen, wie soll ich sagen, wichtig. Das ist zum Beispiel die englische Anleitung. Wir fangen mal an bei Reihe 12. Guckt euch mal die Reihe 12 an. Und hier immer mit Sternchen gekennzeichnet, das sind die, die man dann wiederholt, so lange, bis man eben halt noch fünf Maschen, ist es eine fünf? Ich sehe es jetzt spiegelverkehrt, genau. Bis man jetzt, sagen wir mal, noch fünf Maschen hat, und die letzten fünf Maschen werden dann so und so gestrickt. In der deutschen Anleitung. Ich habe heute Vormittag oder heute früh schon gesessen und habe gemalt. Und wen es stört, okay, wen es nicht stört, ich habe 12. Reihe. Hier gibt es keine Sternchen. Hier steht dann nur zwei zusammenstricken, einen Umschlag, und dann, was steht da? Von bis wiederholen. Also es ist ein bisschen blöd gemacht, die Sternchen fehlen. Ich habe mir jetzt alle Sachen eingerahmt, wo ich weiß, da muss ich was wiederholen. Und wichtig finde ich, wäre es auf der zweiten, oder besser gesagt, ist ja die dritte Reihe, wo so wahnsinnig viele für das ist, dass das Lesmuster, ja genau, für das Lesmuster steht ja hier Ajourmuster. Da sind doch eine ganze Menge Maschen, die man dann, und dann wird wieder wiederholt. Nur als Tipp und Hinweis, ich fand es nett, dass mich die Mitstrickerin darauf aufmerksam gemacht hat. Wer gerne da doch, legt's euch hin, und dann macht er euch auch die kleinen Abschnitte, dass ihr da nicht durcheinander kommt, weil nichts ist schlimmer, wenn da irgendwo man verrutscht oder so. Ich habe auch die Erlaubnis, ich habe mit der Designerin, mit der Nardil, oder heißt, ja, ich glaube Nardil, ne? Narnil, mit ihr geschrieben. Sie hat mir erlaubt, es gibt ja von euch etliche, die zum Beispiel nicht auf Reveille sind, die aber eventuell gerne auch mitstricken möchten. Die schreiben mir, meine Mail-Kontaktadresse ist unten ja in der Infobox drinne, mit dem Betreff ein Strangtuch Karl, dass ich das besser zuordnen kann. Und ich darf dann die deutsche oder englische, je nachdem, wie ihr es möchtet, als PDF euch dann in der Mail als Anhang rüberschicken, sodass ihr euch die dann selber ausdruckt und euch dann auch sozusagen mitstricken könnt. Weil es gibt genug Leute, die
nicht auf Reveille sind. Und für die, ich habe da wie gesagt einen Tipp bekommen und habe gesagt, ach ja, das ist schön so. Ich schreibe sie an und sie hat das okay gegeben. Sie weiß auch, dass wir auf Instagram einen Hashtag dann haben, wo ihr dann Fotos von eurem Garn. Also ich werde jetzt heute oder morgen dann auch meine Garnmaschenprobe hochladen, für welches ich mich dann entschieden habe. Ich bin mir da echt noch nicht schlüssig, aber wir werden sehen. Und da könnt ihr dann eure Fotos und so weiter hochladen. Und dann komme ich gleich dazu, wohnt ja bei mir in dieser Lama-Tasche aus meinem Shop. Die finde ich immer noch so toll. Das ist so ein, innen drin ist er orange. Genau. Und da habe ich, was habe ich denn hier für eine an? Ach so, ja. Ich habe Maschenproben gemacht und zwar mit zwei unterschiedlichen Garnen. Ich hole die mal her, dann komme ich zu euch. Das ist eine Färbung von mir und zwar habe ich da mal Alpaka Seide Merino ist das gefärbt. 400 Meter auf 100 Gramm und das ist noch die so ähnlich wie die, die ja auch in der Anleitung drin ist, da sind nämlich nicht 400, sondern 330, wenn man sich das hochrechnet. Ich habe hier 366, das ist nämlich auch Merino und Leinen, eine Mischung. Also die beiden Garne würde ich gerne, könnte ich mir gut vorstellen. Kleinen Moment mal, es klingelt. So, da bin ich wieder. Ja, erstmal noch schnell einen Schluck Kaffee. Treppe hoch, Treppe runter. Meine Eltern waren gerade kurz da und haben mir Putzlappen vorbeigebracht für die WPS drüben. Ja, kann man immer gebrauchen. Ausrangierte Handtücher und so. Also, wir waren ja stehen geblieben bei den Garnen. Jetzt habe ich mich hier verheddert. Nicht, dass ich euch umreiße. Also hiermit, das ist ja die Leinenmischung und man sieht auch hier so ein bisschen, dass die, sieht man es nicht, und das ist hier so ein Seide, also hier Alpaka Seide, das ist natürlich weich und das ist auch weich, aber es piekst ein bisschen, aber es soll ja nach dem Waschen besser werden. Und ich habe dann gestern ja Maschenproben gemacht oder zumindest angefangen, mal so zwischendurch während der Färbevorgänge, und das ist meine Maschenprobe 4er Nadel. In der Anleitung steht 3,75er, aber ich tendiere zur 4,0er, gefällt mir eigentlich ganz gut, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Schön. Man strickt ja normalerweise dieses Garn, glaube ich, mit einer 2,5 bis 3,5. Aber für so ein Tuch strickt man ja eh größer. Und die, erstens gefällt mir die Farbe. Ich will das nämlich als Weihnachtsgeschenk dann für meine Mama gleich nehmen. So, und das wäre jetzt die Maschenprobe mit der Leinenfärbung. Die kennt ihr ja auch bei mir, den Strandwanderer. Da ist dann eben halt das Maschenbild so. Und ich bin immer noch hin und her gerissen. Stricke ich jetzt das Tuch so oder stricke ich das Tuch so? Oder stricke ich beide Tücher? Ich kann ja auch eins für mich und eins für meine Mutti stricken. Ja, das sind so die Luxusprobleme, die man hat, wenn man nicht genau weiß, für welches Garn man sich entscheiden soll. Zumindest freue ich mich auf den Anstrick mit euch. Ich gehe euch auch wieder aus der Latichte und rücke euch nicht zu doll auf die Pelle. Alles Wichtige dazu wisst ihr. 1.9. stricken wir zusammen an. Wer noch irgendwelche Infos oder so braucht, schreibt mich bitte an. Wer mit stricken möchte und wie gesagt die Anleitung haben möchte, ich darf die verteilen,
Hallo Max? Ja. Derjenige, welche der Schuldige flottemäßig war, ich werde euch mal hier oben ein Bild von ihm einblenden. Der hat sich jetzt doch noch in unser Herz geschlichen. Er war ja schon immer ein Draußenkater und wollte bei uns sein, hat sich uns sozusagen ausgesucht als Eltern. Und da Lotte jetzt nicht mehr ist, hilft uns Max und kuschelt mit uns. Lotte bleibt immer bei uns hier im Herzen drinne, genauso wie unsere anderen drei Katzen, Moritz, Fine und Oskar. Und ja, Max, guck mal, hier ist er. Genau, jetzt habt ihr unseren Max auch mal in echt gesehen. Ja, am Vormittag ist er meistens drinne, dann ist er auf Achse, dann er kriegt ja immer so wie früher, immer, weil er war ja draußen Kater, immer früh und abends sein Futter bei uns. Naja, und jetzt kommt er auch schon mal und holt sich so seine Streicheleinheiten und erkundet das Haus. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen. Na, ja, leg dich hin, so ist gut. Der hat mich jetzt durcheinander gebracht. Aber jetzt habt ihr auch mal unseren Mexel kennengelernt. So, das, was ich jetzt noch zu zeigen habe, ist erstens, was ich mit meiner Lieblingsspindel, die ich mal, ich glaube, wir haben ein Tauschpaket gemacht. Ich weiß es gar nicht. Oder ich habe sie wirklich absolut als Geschenk bekommen. Meine türkische Spindel, mit der spinne ich am allerliebsten. Und das könnte ich, wie gesagt, stundenlang machen. Und die dreht sich so schön und dann kann man schön ausziehen. Und ja, weil, wie gesagt, drüben in der WPS habe ich Spinnrad, zu Hause nicht. Und dann wickeln wir ja über 2 unter 1, über 2 unter 1. Dann wird es wieder hochgedreht und dann. Und da habe ich letztens ja ein Bild gepostet. Das Stück habe ich jetzt schon gesponnen. Ups. So. Und ja. Das wird dann nachher irgendwann verzwirnt. Ich habe hier alles Reste. Der ganze Beutel ist voll mit Faserresten, die ich mal irgendwann mir zugelegt habe in meiner Anfangsspinnzeit. Also das sind jetzt keine Kammzüge. Da ist hier noch von dem schönen Grün jede Menge drin. Dann habe ich ja jetzt gerade, hier ist auch noch mal Grün. Dann habe ich hier so einen Grün-Gelb-Ton und ich mache da immer unterschiedliche und die werde ich dann miteinander nachher verzwirnen und dann ergibt es bestimmt eine tolle Mischung. Dann habe ich hier auch mal noch was mit Lila, Türkis, also das ist alles bunt durcheinander gewirbelt und muss ja auch mal versponnen werden. Und ja. Was war hier noch? Das wollte ich euch noch. Irgendwo war noch so ein komisches Vlies, was ich auch mal irgendwo her habe. Das war, glaube ich, auch irgendwo mit drinne. Aber was das alles so für Fasern sind, kann ich euch echt nicht sagen. Also das ist so eine Mischung der Beutel. Aber es macht Spaß und ich spinne ja, wie gesagt, gerne auch mit der Handspindel. Und die darf ich jetzt auch abends schon auf der Couch, weil der Faden doch nicht mehr so reißt wie früher am Anfang. Da hat mein Mann dann immer rumgetuttert und rumgemeckert. Und dann, ja, musste ich eine Decke drunter packen. Das war zu fest. So, dann wieder rum. Also, und das entspannt auch so schön. Und man zieht immer mal wieder ein bisschen. Bis unten kein Drall mehr drin ist. So, und dann wird wieder gewickelt.
mit zwei oben, einen unten, zwei oben, einen unten, so dass dann bei dieser, und das ist das Schöne bei der Kreuzspindel, man kriegt dann diese Teile und die kann man dann nachher miteinander wirklich auch wieder mit der Kreuzspindel verzwirnen. Bei der anderen Spindel, da musst du das erst abhaspeln und einen Strang machen und den wickeln und dann kannst du das verzwirnen. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, macht auch Spaß, habe ich ja drüben. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht fertig mit Verzwirnen, mit Spinnen schon, aber nicht mit Verzwirnen. Weil halt ein wenig aufwendiger. So, das wäre jetzt das. Ich bin total aus dem Konzept durch meine Eltern. Und meine Mama saß im Auto und hat wieder mal, ich weiß nicht, welche Laus ihr über die Leber gelaufen ist, war jedenfalls sehr kurz angebunden. Irgendwas habe ich wieder falsch gemacht, ich weiß bloß nicht was. Kriege ich aber raus. So. Das war das. Und jetzt kommen wir noch zu den Färbungen, die ich euch zeigen möchte. Alles ganz unterschiedliche. Okay, die Farbtöne sind so meine, die ich eigentlich immer gerne färbe und die ihr auch immer gerne nehmt. Deshalb färbe ich sie ja auch. Das ist einmal ein paar Minis habe ich wieder nachgefärbt. Da habe ich jetzt schon einen Move-Ton drinne, oder besser gesagt, die stelle ich jetzt ein. Dann habe ich hier mal wieder so Petrol nachgefärbt. Dann habe ich mal hier wieder so ein bisschen Cappuccino nachgefärbt, oder Milchkaffee, wie auch immer. Dann habe ich, und die werde ich mir jetzt alle hier oben hinlegen und nicht unten. Hoppala. Dann habe ich mal wieder ein bisschen Donegal Tweed gefärbt und zwar einmal in diesem schönen Eichhörnchen-Braunton. Da hat man dann, wie gesagt, diese Nupsis drinne. Hier sieht man sie auch und hier. Und die sind ja so eingearbeitet, das ist ja die Viskose, weil das sind, glaube ich, 85% Schurwolle und 15% Viskose und das sind diese kleinen Nupsis und da habe ich auch mal, ich mag ja die Farbe auch, noch mal so ein schönes Türkis gefärbt und da sieht man diese Nupsis auch hier zum Beispiel. Überall. Also das sind jetzt keine Sprenkel von mir, sondern das ist in diesem Garn drinne. Und mal rot, gelb, dunkel. Kann ich mir gut als Pullover vorstellen oder als Strickjacke. Könnte man zum Beispiel oben oder mal in die Streifte. Da habe ich ja noch mal so was Ähnliches vor. Dann habe ich auf der ganz normalen Deichbase noch mal ein bisschen Goldbronze nachgefärbt für euch. So eine Semi-Solid-Färbung. Und die mag ich ja auch. Und ihr mögt ja diesen Farbton auch. Und das Türkise auch wieder. Und hier sieht man noch so ein bisschen, da hat die Farbe so einen kleinen Grünstich mit drin. Also die sind jetzt ein bisschen, das mache ich auch auf den Fotos kenntlich, nicht 100% in diesem Ton, sondern da sind überall mal so ein paar, da ist es so gelb-grünlich. Ja. Hier so ein Schimmer, also so ähnlich wie wirklich so unter Wasser, so dieses gemixte. Dann habe ich noch auf der Base dieses Petrol und das ist auch so eine Semi-Solid-Färbung, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Die
sind drin auf der Basic, also auf der Deichbasic 7525. Dann habe ich mal wieder ein paar Glitzerstränge gefärbt. Mir war mal wieder ein bisschen nach Glitzer. Und zwar in diesem schönen Rotton. Und das ist wirklich so ein ganz feiner, wie so ein Feenstaub. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie doll zu fühlen ist oder auch irgendwo sich ablöst oder so. Also das ist wirklich eine super Qualität mit dem Glitzerfaden drin. Und da habe ich auch noch den Sternenhimmel. Und den finde ich auch ganz toll. Also so ein richtiger Nachthimmel und diese Glitzerdinger, das ist wie 1000 Sterne. Auch so ein bisschen semisolid, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Hier geht es schon fast ins Schwarz rein. So. Also das kann ich mir auch gut, also schöne Socken oder eben halt ein schönes Tuch vorstellen. Klar kann man auch die aus den beiden was zusammen stricken. Und dann habe ich mal probiert, die hatte ich schon eine ganze Weile da zu liegen und habe mich da immer noch nicht so rangetraut. Und zwar sind es jetzt die Deichplüschis. Und zwar ist das Mohair-Garn einmal in Eselsohr und einmal in diesem Milchkaffeeton. Entweder als Beilaufgarn, also da sind 900 Meter drauf. Das kommt auch in die Kategorie Lesgarn, weil es wirklich ein ganz feines, einfädiges Garn ist. Kann man gut als Beilaufgarn mit reinnehmen. Wenn man jetzt was Jongierendes haben möchte, dann wird die Wolle ja eine ganz andere. Oder man strickt daraus ein schönes, großes Tuch bei 900 Meter aus diesem Mohair-Flausch. Ja, es ist anders als die Suri-Alpaka. Suri-Alpaka ist natürlich tausendmal weicher. Aber ich finde, ja, für empfindliche Haut ist das garantiert wieder nichts, muss ich gleich dazu sagen. Ich bin nicht empfindlich. Man sieht ja, ich trage den Holz von wegen super soft. Ne? Also wie gesagt, er wird immer weicher, aber er ist doch irgendwo ein bisschen robuster. Wir wollen mal nicht kratzig sagen, wir wollen mal robust sagen. Und das sind dann sozusagen die beiden Garne. Und hat mir Spaß gemacht, die zu färben. Und die mit dem Mohair werde ich dann auch die Plüschis, die werde ich jetzt auch dann im Shop ein bisschen mehr beachten, weil, wie gesagt, bei euch ja doch so Beilaufgarn gefragt ist, gerade jetzt so für den Herbst, für den Winter, dass man sich da dann ein Oberteil strickt und den Faden dann mitlaufen lässt, weil der ist 900 Meter lang. Das ist schon eine ganze Menge. Ich habe da auch noch einen anderen Anbieter, der hat eine andere Lauflänge, ein kleines bisschen weniger und bietet die dann aber auch in 50 Gramm Strängen. Also so, da hast du dann 400, knapp 450, ich glaube 425 oder 430 oder so, auf 50 Gramm und bist auch bei knappen 900 Meter auf 100 Gramm. Da mal gucken, wie die Wolle da sich verstrickt und vor allem färbt. Das ist ja dann immer so das Spannende. Und wie sie bei euch ankommt, ist auch das Spannende. Und damit bin ich jetzt eigentlich durch. Irgendwo bin ich jetzt... Also, ja, wenn irgendwo mit einmal irgendein Besuch kommt und dann auch noch mit so einer Fresse, da bist du irgendwo... Aber ich bin froh und glücklich, meine Eltern ja zu haben. Und ja, Mama kriegt sich schon wieder ein. Ich weiß nicht, welche Laus ihr über die Leber gelaufen ist. Wir werden es sehen. Genau. Also, im Großen und Ganzen
habe ich jetzt absolut nichts mehr. Hier kommt gleich der Pullover wieder rein. Und wie gesagt, der wird wirklich schön. Und ich muss wirklich sagen, ich bin am Überlegen, ob ich unten dann das Teil hier nochmal aufmache. Ich werde es erstmal waschen und dann werde ich sehen, wie es sich legt, ob ich es so lasse. Natürlich muss ich hier an der Seite, da wo ich dann den Faden angesetzt habe, noch ordentlich vernähen. Aber ja, und dann werde ich sehen, wie. Ich habe mir auch extra hier so eine kurze 40er Nadel gekauft für die Ärmel. Ja, macht sich eigentlich ganz gut, bis jetzt jedenfalls. Also den Ärmel habe ich damit gut fertig bekommen zu stricken. Ansonsten nehme ich ja dann immer das Adi Novell mit den langen Nadeln für Ärmel. Aber hatte ich jetzt in der Größe 3, was, mit was stricke ich? 3,75, glaube ich, ist das. Oder 2,5. Eins von beiden. Ja, dann werde ich jetzt das Video bearbeiten und werde es hochladen. Nächste Woche werde ich das Video vorher aufnehmen, sprich am Donnerstag schon, da ja das letzte Strickwochenende ansteht. Da freuen wir uns wahnsinnig. Jetzt kann ich ja die Brille hochmachen. Ob ich mich da sehe oder nicht, ist auch egal. Das letzte Strickwochenende steht an für dieses Jahr. Und da freue ich mich schon wahnsinnig doll drauf. Und ich weiß, dass also zwei garantiert auch das Lineberry-Tuch dann anstricken mit mir. Also ich stricke ja am Donnerstag dann schon an. Da ist ja der erste. Mal sehen, vielleicht kann ich euch den Anstrick ja denn schon live zeigen. Dann haben wir nächste Woche die Verlosung mit bei. Und ja. Wie gesagt, das Strickwochenende. Und jetzt wird es auch so langsam wieder Herbst. Und ja, Gott sei Dank. Also ich mag den Sommer mit der Hitze nicht. Wir ziehen jetzt auch dann wieder nach oben und nicht mehr unten im Keller mit dem Schlafen. Und ja, die Temperaturen werden jetzt. Also wenn ich früh mit meinem Mann um 5:30 aufstehe und er dann um 6 zur Arbeit fährt, kurz nach 6. Dann sitze ich meistens noch draußen, trinke mein Käffchen, rauche ein Zigarettchen und es riecht schon so. Es wird Herbst. Also morgens ist die Luft so ganz anders. Am Tag ist sie dann wieder so wie tropische, ja, weiß ich nicht, kann sich nicht entscheiden. Aber ich mag, wie gesagt, den Herbst. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Herbst geboren bin und deshalb den Monat Oktober so liebe. Ja, ich freue mich jedenfalls nächste Woche drauf und wie gesagt, das Video kommt dann aber für euch pünktlich am Freitag hoch. Ich mache bloß alles vorher schon wieder mit der Aufnahme und jetzt bleibt mir nichts weiter übrig. Irgendwo habe ich den Faden, der am Anfang so schön durchlief, verloren. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und ihr seid nicht ganz so böse. Übrigens hier hinter mir, das ist eins, das Tuch habe ich, ich glaube, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren. 4 Jahre könnte es jetzt ja sein. Das ist das Close to You von Justina Lokowska oder so ähnlich. Auch so ein Strangtuch. Das habe ich damals ja gestrickt und das hatte ich hier mal so rangebammelt. Das ist so ein Tuch, ein Strangtuch. Und das hat dann immer so eine Zacken. Auch ein sehr schönes Tuch. Und wenn der Karl gut läuft und ihr da Spaß dran habt, ja, dann es gibt ganz tolle, viele schöne Anleitungen. Hält. Ist nämlich bloß ein Loch drin. So, das Tuch habt ihr nämlich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Genau, jetzt nehme ich mein schlaues Knöpfchen und das werde ich gleich betätigen und wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag, ein tolles Wochenende. Strickt fleißig oder häkelt oder spinnt, je nachdem.
Schaut in meinem Shop vorbei, wenn euch da etwas interessiert. Ich, wie gesagt, werde jetzt das Video bearbeiten, einkaufen fahren, auf der Rücktour in der WPS anhalten, Fotos machen mit den Garnen und die dann am Nachmittag einstellen, sodass, wenn das Video hochkommt, es sein kann, dass die Garne noch nicht drinne sind, dann müsst ihr eine halbe, dreiviertel Stunde später nochmal gucken. Ansonsten ist noch genug im Shop drin. Einfach mal vorbeischauen. Ich freue mich. Ich glaube, ich habe auch noch zwei Adventskalender drin. Denn ich hatte die Nachfrage und da habe ich gesagt, okay, ich gucke nach. Ich habe ja sowieso ein paar Sachen mehr geordert, als nötig gewesen wären, weil ich eigentlich viel mehr machen wollte. Aber mich ja dann dagegen entschieden habe und habe nochmal gesagt, ja, ich stelle noch mal welche ein, aber das ist das Limit. Also die zwei, die jetzt noch drinne sind, sind die letzten. Danach gibt es dann wirklich keine mehr. Dann auch nicht blink, blink und ganz lieb und so weiter. Kalkulation ist durch. Es geht halt nicht anders. Genau. In diesem Sinne jetzt wirklich. Tschüssikowski, eure Kiwi. So, und nu?